In diesem Video wollen wir uns das Bayes-Theorem oder den Satz von Bayes anschauen und wir wollen versuchen zu verstehen, was es mit dieser Gleichung hier rechts oben auf sich hat und was diese hier eigentlich bedeutet. Und dazu habe ich mir ein kleines Beispiel ausgedacht. Und zwar haben wir eine Bevölkerung und ungefähr 5% der Bevölkerung hat eine bestimmte Krankheit. Bei einem Test wird diese Krankheit zu 85% richtig diagnostiziert. Also dieser Patient hat dann eben die Krankheit und wird positiv getestet. Und in 10% der Tests wird diese Krankheit diagnostiziert, obwohl sie nicht vorhanden ist. Und die Frage ist jetzt eben die, angenommen die Krankheit wird beim Patienten diagnostiziert, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er diese Krankheit tatsächlich hat? Und die allgemeine Vorgehensweise ist hier zuerst, dass man sich vielleicht eine Tabelle macht und anschaut, was ich für verschiedene Ereignisse habe. In diesem Fall habe ich ja Krankheit und keine Krankheit. Und das schreibe ich dann hier eben in den Spalten hin. Ich habe also zwei Spalten und in den Zeilen habe ich einen positiven Test, positiver Test und einen negativen Test. Und was mir die Aufgabe sagt und was ich hier rauslesen kann, sind ja die verschiedenen Zahlen. Und die Aufgabe sagt eben, dass 5% der Bevölkerung eine Krankheit hat. Das heißt, ich kann hier eben schon mal hinschreiben, die Wahrscheinlichkeit ist 5%. Und bei einem Test wird diese Krankheit zu 85% richtig diagnostiziert. Das heißt, ich habe einen positiven Test und der Patient hat tatsächlich diese Krankheit. Deshalb muss ich hier 85 reinschreiben, also 85%. Und in 10% der Tests wird diese Krankheit diagnostiziert, obwohl sie nicht vorhanden ist. Das heißt, der Patient ist gesund, wir sind auf dieser Spalte und ich habe trotzdem einen positiven Test. Muss hier also 10% reinschreiben. Und was ich jetzt machen kann, und ich mache das jetzt mal in roter Farbe, ich kann diese Tabelle jetzt vervollständigen und kann ja sagen, dass wenn in einer Bevölkerung 5% der Leute krank sind, dann müssen im Umkehrschluss 95% gesund sein. Das gleiche kann ich hier mit der Tabelle machen, weil ich jede Tabelle zu 100% summieren muss. In diesem Falle, ich muss also hier 15 reinschreiben, Prozent und hier 90%. Und die logische Schlussfolgerung ist jetzt eben die, dass wenn ich herausfinden möchte, dass wenn ich einen positiven Test habe, ich eben mit einer Krankheit diagnostiziert werde, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Patient diese Krankheit tatsächlich hat, dann muss ich dieses spezielle Ereignis, und das ist ja in diesem Fall dieses Kästchen hier, ich kreise das mal ein, durch das Gesamtereignis teilen, durch die Zeile positiven Test. Das gleiche würde ich machen, wenn ich in diesem Kästchen wäre, dann müsste ich dieses Kästchen durch die Gesamtzeile teilen, genauso mit diesen zwei anderen Kästchen, wo ich dann dementsprechend durch die Zeile negativen Test teilen müsste. In unserem Beispiel ist es dann so, dass ich die 85 mit den 5% multiplizieren muss. Und das ist mein spezielles Ereignis. Und der Teil dann durch das Gesamtereignis, und das ist dann nochmal eben die 85 mit den 5%. Und dann muss ich noch dieses Kästchen hier zusammen addieren. Und das ist in unserem Fall dann eben die 0,10 mal die 95. Ich klammer das mal ein, damit es sauberer wird. Und wenn ich das ausrechne, dann kriege ich hier eben 31% raus. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand positiv getestet ist, er tatsächlich auch diese Krankheit hat, ist bei 31%. Was heißt das jetzt für das Bayes-Theorem oder wie kann man diesen Rechenschritt hier verstehen? Da müssen wir einen Schritt weitergehen und sagen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der positive Test ein Groß B ist. Ich schreibe das mal hier hin. Ich benenne ganz einfach so, ich kann jeden anderen Buchstaben auch nehmen. Und die Krankheit nenne ich mal Groß A. Dementsprechend, wenn jemand keine Krankheit, nenne ich das A-Komplement, nennt man das. Also das ist sowas wie das Gegenteil von A. Und hier könnte ich auch B-Komplement hinschreiben. Und das Bayes-Theorem sagt nichts anderes, als dass wenn ich die Wahrscheinlichkeit herauskriegen möchte, und das ist ja das klein p, dass wenn ich positiv getestet werde, ich krank bin, und das schreibt man so hin, das schreibt man das oder das versteht man dann und liest man dann auch von rechts nach links. Das heißt, wenn jemand positiv getestet wird, das ist das Groß B, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Klein B, dass er diese Krankheit hat, und das ist das Groß A, so kann man das lesen, dann ist das nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient krank ist, und das ist P, also Probability nennt man das, von Groß A, mal die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der Patient krank ist,
groß A, er positiv getestet wird. Und das alles muss ich dann teilen durch wieder das Gleiche, die Wahrscheinlichkeit, dass er krank ist, multiplizieren mit der Wahrscheinlichkeit, dass wenn er krank ist, groß A, er positiv getestet wird, plus, und ich habe jetzt hier keinen freien Raum, deshalb schreibe ich das hier drunter, die Wahrscheinlichkeit, dass er gesund ist, also das ist in unserem Falle eben das A-Komplement, mal die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er gesund ist, er positiv getestet wird. Also das ist ein Mal und dessen Wahrscheinlichkeit. Und um das eben klarer darzustellen, nehme ich hier mal einen Gelbstift. Und diese Gleichung hier ist die Base-Gleichung. Genau das haben wir hier ausgerechnet. Und zwar ist unsere Wahrscheinlichkeit A, genau diese Zahl hier, das ist diese 5%. Ich schreibe das mal überall hier hin. Und unten ist es hier natürlich das Gleiche im Nenner. Dann nehme ich eine andere Farbe. Dann ist das hier die Wahrscheinlichkeit, dass wenn er krank ist, er positiv getestet wird. Und das mache ich jetzt hier mal mit hellblau. Das ist genau diese Zahl hier, die 85. Und das kann ich hier aus dieser Tabelle rauslesen. Und all das muss ich jetzt hier, wir sind hier wieder im Nenner, bei der Base-Tabelle, da nehme ich wieder eine andere Farbe. All das muss ich dann nochmal addieren hier im Zähler mit der Wahrscheinlichkeit, dass er gesund ist. Das ist diese Zahl hier. Das sind die 95%. Und wieder mal multiplizieren mit der Wahrscheinlichkeit, dass wenn er gesund ist oder keine Krankheit hat, er positiv getestet wird. Und dann nehme ich mal die Farbe rot hier. Das ist das hier. Das, was wir alles ausgerechnet haben. Das ist die Zahl 10 hier. Und das, was wir jetzt gemacht haben, dieser Rechenschritt hier, und das ist eben hier in mathematischer Sprache formuliert, das ist hier dieses Bayes-Theorem. Vereinfacht kann man das dann hier so schreiben.